Uwe, 47, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Uwe. So, jetzt sind wir weiter. Um was geht's? Um ein schwieriges Thema, wo ich zu kämpfen habe. Es geht um, wie soll ich das sagen? Ich habe am 1.6. diesen Jahres meinen Bruder in den Knast gefahren. In den Knast gefahren? Ja, er ist verurteilt worden rechtskräftig. Zu was? Und hat so zu 6 Jahren Haft. Warum? Ja, er soll sich an Kindern vergangen haben. Glaubst du's? Das ist ja da, wo ich hartere mit. Was sagt er denn? Er sagt, er ist unschuldig. Er hat aber zum Beispiel, was ich erfahren habe, eigentlich alles, was man machen kann, abgelehnt vom Anwalt her. Er wollte so ein Gutachten machen lassen, ob die ihn da beschuldigt haben, die Wahrheit sagen. Und das hat er auch abgelehnt. Und wenn ich unschuldig bin, bin ich der Meinung, dann kämpfe ich doch mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Was konkret wirft man ihm denn vor? Sexuellen Missbrauch von Kindern. Ich glaube, 2 Kinder waren es wohl, was ich so gehört habe. 2. Wie alt waren die Kinder? Sie sollen 7 Jahre alt gewesen sein, weiß ich von dem einen. Also ich habe ja letztlich alles erfahren. Und wie ist das rausgekommen? Na, irgendeine Person hat Anzeige gemacht. Und da ist das Ganze ins Rollen gekommen. Kannte er die Kinder? Stammen die aus dem Bekannten- oder Freundeskreis? Das sollen wohl Kinder sein, die damals bei ihm im Haus mitgewohnt haben. Und man wirft ihm... Ich weiß nicht, ob ich ihm da glauben soll. Und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Ihm wegen Schreiben, weil seine Lebensgefährtin sagt immer, dann schreib ihm doch mal, da freut er sich. Oder er hat mir jetzt einen Brief geschrieben, ob ich ihn besuchen soll. Komme, und ich weiß es nicht. Also, wie war denn die Stimmung, als du ihn in den Knast gefahren hast am 8.6.? Sehr bedrückend für mich. Also, weil da für mich auch wieder, wie soll ich sagen, so alte Bilder aufgekommen sind, die ich als Kind erlebt habe. Welche? Weil, ja, ich als Kind habe ich das auch schon erlebt. Da bin ich mit meiner Mutter in den Knast gegangen und habe da Sachen hingebracht. Achso, der mein Vater. Achso, so, weil der Vater saß. Ja. Wie ist dein Verhältnis zu deinem Bruder? Ja, nicht so besonders, wie es eigentlich unter Brüdern sein soll. Das heißt, er würde dir sowieso nicht die Wahrheit wirklich sagen? Nee, ich glaube ich nicht, nein, würde er nicht sagen. Er würde sich das nicht eingestehen. Denke ich mal. Wie alt ist dein Bruder? Er ist 2 Jahre älter wie ich. Du sagst, sexueller Missbrauch an diesen beiden Kindern. Was konkret hat er mit den Kindern gemacht? Das soll wohl gefummelt haben, es soll wohl auch bei dem Mädel eingedrungen sein. Und das ist das, was ich so ein bisschen erfahren konnte. Und dich, was macht dich jetzt, du hast gerade ein Beispiel schon genannt, was macht dich sonst noch stutzig, was dich etwas zweifeln oder vielleicht sogar sehr zweifeln lässt an deinem Bruder? Der hat vor einige Jahre vorher, hat er schon mal so eine Geschichte gehabt, wo er zur Bewährung verurteilt worden ist. Die hat er auch überstanden und jetzt ist da wieder sowas vorgefallen. Und ich habe da auch durch Zufall nur erfahren, dass da so eine Verhandlung war. Und da ging es auch um sexuellen Missbrauch? Da ging es auch um sexuellen Missbrauch, ja. Das ist das Schlimme. Weswegen war dein Vater eigentlich damals im Knast? War auch wegen sowas. Auch wegen sowas? Ja. Dein Vater war auch wegen sexuellen Missbrauch im Knast. Ja, Wie lange hat dein Vater gesessen? Wie lange kann ich nicht sagen. Wie gesagt, ich war da Kind. Ich weiß nur, was ich in Bildern habe. Das ist manchmal so, als wäre es gestern gewesen. Bin ich mit meiner Mutter da hingefahren und meine Mutter hatte so ein Paket in der Hand. Und so. Aber irgendwann ist der Vater... Drin, oder, das war so ein komisches Papier, was zu DDR-Zeiten gab. So grau-gelb, so ganz komisch. Und ich musste immer als Kind im Vorraum warten. Ich durfte gar nicht mit rein. Kannst du dich erinnern, als der Vater dann wieder entlassen wurde? Nicht so richtig. Also, mein Vater ist ja sowieso auch so ein Eigenexemplar für sich. Ist er denn wieder in die Familie zurückgekommen?
er ist zurückgekommen und er hat immer getan, wenn irgendwas war, er hat es immer getan, als wenn nichts gewesen wäre. Hat der Vater sich an euch vergangen? Nee, an uns nicht. Nee. Hat Gott sei Dank. Ja. Dein Bruder, waren das an die Opfer Mädchen oder Jungen? Also wie ich weiß, waren es Mädchen. Mhm. Aber ich würde ihm zutrauen, dass ich auch an Jungs vergehen würde. Warum? Na, ich habe durch Zufall, sag ich mal, Kalender, so einen Taschenkalender gefunden. Und da standen auch Adressen von Jungen drin. Und ich weiß nicht, was ich da mit solchen Adressen will. Also, woher wusstest du, dass das Jungen waren? Da stand doch kein Alter hinter, oder doch? Das stand aber im Jungen, es war ja ein Jungname, ne, sag ich mal. Es standen die Adressen da und die Namen. Und dann hat man erkannt, dass es Jungen waren. Und es waren auch relativ, sagen wir vom Namen her, was Junges. Also, ja gut, man kann es im Namen in etwa zuordnen. Du hast ihn aber nie dann nach weiter gefragt. Also würdest du nie die Antwort bekommen, die ehrliche Antwort. Bitte? Man wird ja nie die ehrliche Antwort bekommen, verstehe. Das Problem. Mich macht das so, mich erstaunt das so, dass dein Vater wegen so einer Sache im Krankenhaus, sage ich schon, im Knast war. Damit kämpfe ich ja heute noch. Und jetzt dein Bruder auch wieder. Das Schlimme an der Geschichte mit meinem Vater ist, ich habe das erfahren nicht von ihm selber oder von meiner Mutter, sondern das habe ich von einem ehemaligen Arbeitskollegen erfahren. Da war ich vielleicht 13, 14. Er hat mir das erzählt. Weiß man denn, an wem dein Vater sich vergangen hat? Ja, das soll wohl, der hat einen Bruder gehabt, der hat eine Freundin gehabt und die hat eine Schwester gehabt, die so jung war irgendwie. Mhm. Also, so rein theoretisch, ich meine, ihr redet, habt ja gar nicht miteinander geredet. Könnte es ja durchaus doch sein, dass auch dein Bruder vielleicht selbst Missbrauchsopfer ist? Nein, mein Bruder, nee, garantiert nicht. Garantiert nicht? Garantiert nicht, nee. Naja. Bei uns, Gott sei Dank, gab es das nicht. Also. So, jetzt ist er zu 6 Jahren verurteilt worden, das ist ja schon eine lange Zeit. No, sehr lange Zeit. Das heißt, da muss man das schon durchaus ernst genommen haben. Vor allen Dingen, weißt du, was das Schlimme ist? Da muss er da drinnen irgendwie so eine Therapie machen. Mhm. Und ihm bleibt das auch nicht übrig, er muss es machen. Mhm. Und er muss dann auch eine Gruppentherapie machen, zum Beispiel, wo er eigentlich vor allem sagen muss, dass er das, was er getan hat und dass er das getan hat. Mhm. Nur ich könnte zum Beispiel, wenn ich unschuldig bin, ich könnte nie sagen, ich habe das und das getan, wenn ich unschuldig bin. Ich höre aber aus dem heraus, was du mir erzählst, dass du es eigentlich doch mehr für möglich hältst, dass er schuldig ist. Ich bin eigentlich da so 80% überzeugt. Mhm. Mhm. Und wie ich ihm dagegen übertreten soll, weiß ich nicht. Ich habe nur eins mir geschworen, wenn ich rausbekomme, und ich bekomme eigentlich alles raus, dass da viel Wahrheit dran ist oder dass da die Wahrheit hintersteckt, dann will ich auch keinen Kontakt mehr zu ihm haben. Mhm. Das ist das Erste. Wie willst du das denn jetzt noch weiter rausbekommen, als das Gericht es schon rausbekommen hat? Ich werde alles dran setzen, um das rauszufinden. Ja, was denn? Ich weiß es nicht. Also ich werde gucken, dass ich mir irgendwelche Akten durchlesen kann oder so, wenn mir die Möglichkeit besteht. Die Beweislage muss ja schon sehr klar gewesen sein. Ja, wie gesagt, schade ist, dass ich da an keiner Gerichtsverhandlung teilgenommen habe, weil mir ja nichts gesagt worden ist. Also, ich kann dir da, weiß Gott, keinen Rat geben, wie du dich da verhalten sollst. Ich kann dir nur sagen, was ich in deiner Situation machen würde. Ich wäre eindeutig auf Distanz. Mhm. Wenn ich so schon fast 80% davon überzeugt wäre, dass er schuldig ist und das Verhältnis ohnehin kein gutes Verhältnis ist und du das Gefühl hast, er sagt dir sowieso nicht die Wahrheit, egal was du fragst, was willst du denn mit dem noch? Mhm. Eine Chance hätte er verdient, wenn er die Wahrheit sagt, wenn er bereut und wenn er sich dir offenbart. Vorausgesetzt, er ist schuldig. Dann, finde ich, könntest du vielleicht nochmal einen Versuch machen, um auf ihn zuzugehen. Aber so, was willst du mit dem reden, wenn du dahin fährst? Was willst du dem schreiben?
Na eben. Du hast ihn auch ganz klar gefragt, hier, sag mir wenigstens die Wahrheit, warst du es? Hast du das so gefragt? Das habe ich so gefragt, ja. Und was war seine Antwort darauf? Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Das hat er bis zum Schluss vor Gericht gesagt. Das hat er bis vor Gericht so gesagt. Aber wie gesagt, warum hat er zum Beispiel dann dieses Gutachten, was der Anwalt einholen wollte, abgelehnt? Dieses Gutachten wollte sein Anwalt einholen. Ne? Gutachten über von den Opfern. Ja, über die, ich sag mal die ihn beschuldigt haben. Genau. Ja? Also, das hätte unter Umständen ihn ja entlastet, wenn das nicht gewesen wäre. Eben. Ja. Ja. Und wie gesagt, wenn ich unschuldig bin, dann tue ich ja nichts. Mhm. Da tue ich alles, um meine Unschuld zu beweisen. Ne? Ist immer ein ganz schwieriges Thema, aber in dem Fall, wie ich es dir gerade gesagt habe, Uwe, ich würde mich zurückziehen. Ich könnte es gar nicht. Man kann ja da gar nicht unbefangen an so einen Menschen rangehen. Ja. Weißt du, was eigentlich das Schlimme noch ist? Er hat ja selber eine Lebensgefährtin und zwei Kinder. Ne? Mhm. Du weißt, wie die zu leiden haben, wo die wohnen in der Ecke? Ja, das glaube ich. Mhm. Ja. Was glaubt denn seine Lebensgefährtin? Sie hält zu ihm. Ja. Sie glaubt da nicht dran. Sie sagt so eine Art Verschwörungstheorie. Wie alt sind denn seine Kinder? Seine Kinder sind, doch, der Große ist in die 9. Klasse gekommen, also lass dir mal 15 sein. Mhm. 15 ist er geworden. Ja. Und der Kleine, der ist 10, 11. Ja. Auch da kommt natürlich dann gleich der Gedanke bei mir, hat er die Finger immer von seinen Kindern gelassen? Diesen Gedanken habe ich auch am Anfang immer gleich gehabt, wo ich das gehört habe. Mhm. Ich kann ja nichts beweisen oder so. Also Uwe, wie gesagt, ich habe dir meine persönliche Meinung gesagt. Mehr kann ich kann dir da nicht raten. Das ist eine Entscheidung, die du ganz, ganz allein für dich fällen musst. Ich könnte es. Ja, aber das ist auch eigentlich meine Entscheidung. Ja. Traurige Sache. Sehr traurig, ja. Dir persönlich wünsche ich alles Gute. Lieber Uwe, mach's gut. Ich danke dir, Domian. Ich wünsche dir noch viel Erfolg in der Sendung. Dankeschön. Immer, wenn ich kann. Dankeschön. Sehr nett. Ja, sehr nett von dir. Tschüss. Tschüss.